Der Kampf um unser Herz. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 12. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Kein Sieg ohne Kampf, keine Vergebung ohne Blutvergießen. Hebräer 9,22. Der eigentliche Kampf um unser Herz ist schon ausgefochten und für die Kinder Gottes eine wunderbare Angelegenheit, ein herrlicher Triumph des Glaubens durch das Blut Jesu Christi, das uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Sünde reinigt und uns die Sünden vergeben hat. 1. Johannes 1,9. Sodass der Verkläger der Brüder, nämlich der Teufel, bei uns sozusagen auf verlorenem Posten steht. Gott sei Dank. Dennoch herrscht weiterhin in dieser Welt ein unsichtbarer Kampf zwischen Gut und Böse. Das erleben wir jeden Tag. Das sollten wir wahrnehmen und erkennen und auch anerkennen, dass es so ist. Der entscheidende Kampf um die Erlösung ist für den Teufel allerdings schon verloren. Jesus sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Und damit hat er all diejenigen gemeint, die erwählt sind vor Grundlegung der Welt, alle die, die an seinen Namen glauben, zur Vergebung ihrer Sünden, gestern, heute und morgen. Der Kampf des Glaubens aber ist noch in vollem Gange. Dieser Kampf geht immer über unsere Sinne, also was wir sehen, was wir hören und was wir fühlen und auch sicherlich, was wir denken. Das sind alles Dinge, die zuerst von außen kommen und auf die wir sehr achten sollten, denn sie haben einen Einfluss. Das Gefühl ist hier oft ein Betrüger. Es geht darum, unser Herz zu behüten und zu bewahren, steht in Sprüche 4,23. Und wie machen wir das? Wir sollten wissen, was in der Bibel steht, was uns hier mitgeteilt wird, was unser Herz betrifft, was unsere Erlösung betrifft, was den Teufel betrifft und was das betrifft, was in Zukunft alles geschehen wird. Wissen um diese Dinge schützt uns. Wenn wir uns gründlich auch mit der Bibel beschäftigen, wenn wir auch gute Bücher lesen, wenn wir beten, wenn wir Gemeinschaft haben, untereinander uns austauschen, dann leben wir auch ein geistliches Leben. Und dann stehen wir auch auf einem Fundament und sind nicht mehr hin und her geworfen wie ein kleines Boot in einer stürmischen See, sondern wir haben Stabilität, wir haben Grund und Boden unter uns und können sicher gehen und auch Richtiges vom Falschen unterscheiden. In der Bibel heißt es in 2. Korinther 2,11, dass uns die Absichten des Teufels nicht unbekannt sind. Und darüber dürfen wir nachdenken. Ist das wirklich so? Und wenn wir die Bibel lesen und verstehen und begreifen, in was für einer Welt wir leben und was alles geschehen ist und noch in Zukunft geschehen wird aufgrund der Aussagen der Bibel, dann kennen wir die Absichten des Teufels und sie sind uns tatsächlich nicht unbekannt, wie geschrieben steht. Der Teufel verdreht die Wahrheit mit allen Tricks. Er vermischt Wahrheit mit Lüge, damit die Menschen das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. 2. Korinther 4,4. Der Teufel sagt nicht, es gibt keinen Gott. Er sagt nur, wie im Paradies sollte Gott gesagt haben. Er will die Christen behindern, er will sie schwächen, er will ihnen ein schlechtes Gewissen einreden, er will uns zum Hochmut und zur Lässigkeit verleiten und so weiter. Wir Christen werden vom Teufel sozusagen gereizt, so wie er zum Beispiel auch David, den König David, reizte. 1. Chronik 21,1 nachzulesen und zu Handlungen treiben möchte, die Schaden anrichten. Unsere eigenen Veranlagungen und auch unsere Charakterschwächen nutzt der Teufel aus, um uns unfruchtbar zu machen und sozusagen aus dem Spiel zu nehmen, uns ins Abseits zu stellen. Das gelingt ihm wohl auch manchmal, aber
wenn wir hinfallen, dürfen wir auch wieder aufstehen und Gott jederzeit auch dafür danken, dass er für unsere Schuld gestorben ist, gestern, heute und auch morgen. Manche haben einen Sorgengeist, andere leiden an Unversöhnlichkeit. Wiederum andere sind fanatische Individualisten und boykottieren die Gemeinde und die Versammlungen, weil sie meinen, das bringt ihnen nichts und sie werden dort nicht anerkannt, nicht angesehen. Und es gibt viele Gründe, warum man der Gemeinde fernbleibt. Aber all diese Gründe sind letztlich nur vorgeschoben. Wenn in der Bibel steht, dass wir die Versammlungen nicht versäumen und verlassen sollen, dann hat das sicherlich seinen Grund. Dann gibt es welche, die machen anderen durch ihre Überfrömmigkeit das Leben schwer, indem sie nämlich überaus gesetzlich veranlagt sind oder zum Beispiel auch verkünden, dass das Heil nicht sicher ist, dass es auch an mir liegt, ans Ziel anzukommen und dass Gott uns zwar die Erlösung geschenkt hat, aber wir nun dafür sorgen müssen, dass wir auch bis zum Ende durchhalten und treu sind und die guten Werke tun und uns richtig verhalten. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann fallen wir ab. Das ist auch eine Gesetzlichkeit, denn es würde bedeuten, dass das Opfer Jesu Christi unvollkommen ist und dass es eben nicht Gnade ist, sondern eben nur teilweise. Und dass eben ich auch dafür verantwortlich bin, dieses Heil zu bewahren und nicht aus den Händen zu geben. Und es quasi an mir liegt, ob diese Erlösung von Jesus Christus auch bis zum Ende Gültigkeit hat. Aber das ist unbiblisch und verkehrt. Und die Bibel sagt auch in 2. Korinther 11, 26, dass es falsche Brüder gibt. Also sozusagen trojanische Pferde des Glaubens, die sich in die Versammlungen einschleichen, um Schaden anzurichten. Auch das wurde uns vorausgesagt, auch das wird es geben. Es gibt auch Bibelübersetzungen, die sind schlichtweg falsch. Also sozusagen die Bibel der Zeugen Jehovas, die Neue Weltübersetzungen, die manipuliert ist, die katholische Bibel oder irgendwelche Bibelübertragungen wie die Volksbibel, die mit Vorsicht zu genießen sind und die Aussagen verfälschen und in einem falschen Licht darstellen und mehr Schaden anrichten, als tatsächlich die Wahrheit sagen. Es gibt gute Übersetzungen wie Schlachter 2000, die revidierte Elberfelder oder auch die neue evangelistische Übersetzung, kann man auch gut lesen. In 1. Johannes 3,8 steht, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das hat er vor allem eben dadurch getan, indem er unschuldig ans Kreuz gegangen ist zur Vergebung der Sünden und dass er von den Toten auferstanden ist zu unserer Rechtfertigung, die wir glauben. Dadurch hat er sozusagen schon das Werk des Teufels zerstört. Die Bibel fordert uns auch auf, als Christen die falschen und dämonischen Dinge des Teufels aufzudecken, bloßzustellen, eben auch dann den Finger in die Wunden zu legen und eben auch klar zu sagen, was falsch ist und was richtig ist und die Dinge auch zu deuten und wachsam und widerstandsfähig zu sein. Das ist angesagt. Jakobus 4, 7. So wird uns der Teufel auch nichts anhaben können und unser Herz kann sich ganz der Gnade und der Liebe Gottes hingeben. Und das ist etwas, was in dieser Welt, in dieser dämonisierten, kalten, oberflächlichen Welt unheimlich, in Anführungszeichen, wichtig ist. Und unser Glaubensleben stärkt, unsere Seele stärkt, uns auch ein Zeugnis der Liebe sein lässt, indem wir nämlich einfach auch in aller Hektik, in aller Unruhe verkünden können und sagen können, dass wir Frieden haben, dass wir Ruhe haben, einen Frieden, den die Welt nicht kennt und dass wir Gott einfach vertrauen und dass wir keine Angst vor der Zukunft haben und dass wir einfach in Jesus Christus, unseren Heiland, unseren Messias sehen dürfen und wissen dürfen, dass wir in den Himmel kommen, dass Jesus das gute Werk, was er angefangen hat, auch zur Vollendung bringen wird, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und dass das etwas ist, was Gott sich vorgenommen hat zu tun. Es ist das Werk Gottes, wenn wir an die Vergebung unserer Sünden glauben dürfen, wenn wir darin ausharren dürfen bis zum Ende, wenn wir wissen, dass uns niemand aus Gottes Hand reißen kann, auch der Teufel nicht. Und das macht uns stark
am inwendigen Menschen und das gibt uns Hoffnung und diese Hoffnung dürfen wir auch ausleben und weitergeben und einander auch das zusprechen und uns ermutigen, füreinander beten und dankbar sein und uns in aller Demut auch an das halten, was die Bibel sagt und uns nicht auf unsere Gefühle verlassen, sondern auf das Wort Gottes, das von Ewigkeit zu Ewigkeit Bestand haben wird. Gott segne euch. Amen. Thank you.